Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar ist es der dritte Band, von der verlorenen Töchterreihe, die verheimlichte Tochter von Sora Lane. Und diesmal spielt das Ganze in Griechenland, in London wieder und wo war es noch? Sind ja immer drei. Das dritte weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also genau, wir haben da wieder diesmal eine Ella, unsere Hauptprotagonistin, 30 Jahre alt, die natürlich von der Anwaltskanzlei, wie schon im Band 1, wie alle da immer angeschrieben werden, von der Anwaltskanzlei mit so einem Schreiben, wo die halt dann irgendwas, wo es dann halt irgendwie um eine verwandte Person geht. Meistens um die Großmutter. Und die ist bis jetzt bei allen dreien immer schon verstorben gewesen und daraufhin kriegen die nächsten Nachkommen sozusagen was vererbt. Und das ist halt immer so eine Schachtel, eine Kiste, wo halt zwei, drei Hinweise drin sind. Und das Ganze kommt halt von einem Londoner Frauenhaus, also ein ehemaliges Londoner Frauenhaus, wo halt natürlich die Besitzerin verstorben ist und ihre Nichte hat natürlich 7 oder 8 solche Schachteln unter einer losen Diele gefunden und sie möchte halt jetzt diesen Frauen beziehungsweise den Nachkommen von diesen Frauen diese Schachteln aushändigen mit diesen Hinweisen und daraufhin erfahren die erstmal, dass ihre Großmutter adoptiert worden ist beziehungsweise deren Mutter. Und genau, und so machen die sich dann natürlich auf die Suche nach ihrer eigentlichen Familie, Vergangenheit. Also das Ganze ist so ein bisschen wie 7-Schwestern-Reihe aufgebaut. Also genau, und am Anfang ist halt alles immer diese Situation, sie sind halt in dieser Anwaltskanzlei oder sind halt gerade schon von der Anwaltskanzlei auf dem Rückweg und man hat halt diese Rückblende, wie die halt diese Schachtel erhalten, wie sie sie öffnen und was, und jeder hat halt unterschiedliche Hinweise und unterschiedliche Länder natürlich. Und diesmal ist halt Griechenland im Vordergrund, wo das Ganze halt in Griechenland spielt und genau, sie kriegt noch ein Foto und ein Notenblatt und daraufhin soll sie halt, ja, das sind halt die Hinweise und daraufhin muss sie halt rumfragen und rumsuchen, was könnte das mit diesen Hinweisen auf ihre Familiengeschichte zurückweisen und genau. Diesmal fand ich was ein bisschen einfacher. Also die ersten beiden Frauen fand ich, hatten es ein bisschen schwieriger. Hier ging das irgendwie, hatte ich das Gefühl, als würde das so ziemlich zügig vorangehen. Und wir haben natürlich auch wieder, wie bei den anderen ersten beiden, haben wir natürlich immer die Gegenwart und die Vergangenheit. Also wir haben sozusagen die Sicht aus der Vergangenheit von der Person, die uns diese Hinweise hinterlässt und mit welchem Grund sie uns genau diese Hinweise hinterlässt. Es werden halt dann nur Andeutungen gemacht. Am Ende erfährt man halt wie so eine Art Zusammenfassung, warum man sozusagen jetzt genau diese Hinweise und was diese Hinweise genau zu bedeuten haben. Das erfährt man natürlich am Ende. Wenn die Gegenwart und die Vergangenheit sozusagen sich überschneiden, dann erfährt man halt diesen Grund von diesen Hinweisen, genau. Und Ella macht sich natürlich auf die Spur, auf das Geheimnis von ihrer Großmutter, was es damit auf sich hat und genau. Und lernt dadurch natürlich einiges kennen, kommt natürlich auch so ins Gespräch mit fremden Personen und macht natürlich auch wieder so eine Entwicklung durch, wie natürlich alle Frauen. Und genau, die nächste, also die erste war ja die verlorene Tochter, da hat sie ja Italien eine Rolle gespielt gehabt. Die vermisste Tochter war, ach, was war das nochmal für ein Land? Ich glaube Brasilien oder irgend so ein, oder, also das erste war auf jeden Fall Toskana, das zweite... Zweite weiß ich gar nicht mehr. Das dritte war jetzt Griechenland und das vierte, die verborgene Tochter, könnte, weil da so Reben, so Weinreben und so Berge und See, das kann natürlich Frankreich sein, kann aber auch
Ja, doch, vielleicht Frankreich. Aber das wird auf jeden Fall dieses Jahr im Dezember noch erscheinen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich habe diesmal. Ich gucke gerade nochmal. Genau, das erste war Mailand, ja. Mailand. Das zweite war dann. Kuba, genau. Zweite Kuba. Und das vierte. Georgia oder Georgia. Genau, Georgia. Obwohl. Ja, das sind auch wieder drei Länder. Also, ich gucke gerade noch mal. Aber das steht jetzt nicht, da steht jetzt nur Griechenland und England beim dritten. Beim zweiten war es Kolumbien und London. Also London ist immer mit dabei, weil ja dieses Frauenhaus in London spielt. Und die Person aus der Vergangenheit kommt ja irgendwie nach London und bleibt da halt dann auch mal erstmal eine Zeit dort. Bis dann das jeweilige Kind zur Adoption freigegeben ist. Deswegen ist London immer dabei, ist immer mit als drittes Land angegeben. Im vierten werden es sogar vier in dem Fall dann sein. Genau. Im zweiten war es Kolumbien und im ersten war es Mailand gewesen. Mailand, London und Deutschland. Beziehungsweise auch Italien. Genau, Italien, London, Mailand und Deutschland. Und ja, also die einzelnen Personen kommen ja auch aus unterschiedlichen Ländern. Die erste kam jetzt aus Deutschland und die ist dann sozusagen nach London zu dieser Anwaltskanzlei geflogen. Und genau, und so treffen die sich halt erstmal in London in diese Anwaltskanzlei, kriegen die Hinweise ausgehändigt und dann geht es sozusagen den Spuren nach. Und die Spuren führen halt meistens in ein, zwei Länder und genau. Deswegen, mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und jeder, also ich kann das wirklich jedem empfehlen, der die, ach. Wie heißen sie? Sieben-Schwestern-Reihe. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich habe sie da stehen. Lucinda Riley. Genau, ich habe sie, wie ihr seht, da habe ich sie stehen. Lucinda Riley, wer die Sieben-Schwestern-Reihe natürlich gemocht hat, für den ist das auf jeden Fall auch was, weil es in die Richtung geht. Es ist jetzt nicht exakt so, sondern wir haben halt wirklich jedes Mal andere Charaktere. Und bei den Sieben-Schwestern-Reihe hatten wir sieben Schwestern, die zusammen aufgewachsen sind und die halt auch, sage ich jetzt mal, bei ihrer Familienstory auch gegeneinander Kontakt hatten und man dann sozusagen schon Einblicke zu der anderen Schwester oder so oder zu verschiedenen Schwestern gekriegt hat. Deswegen, hier ist es nicht so, man wird sozusagen überrascht von dem Charakter, von der Person, die auf einmal im Vordergrund steht, weil man. Wie es im ersten Band halt ist, sitzen da halt sieben Menschen, die halt gleichzeitig alle so einen Schachtel überreicht kriegen mit der Story, dass halt die Enkelin von ihrer Großmutter, die dieses Frauenhaus geführt hat, halt diese Schachteln gefunden hat, nachdem die Großmutter verstorben ist und diese halt jetzt an diese Nachkommen weiter vererben möchte, beziehungsweise aushändigen möchte, weil das halt private Dinge beinhaltet. So viel weiß halt die Tochter. Die weiß aber halt auch nicht, was das für Hinweise sind. Genau. Und deswegen, ja, kann man nur gespannt sein, was da noch alles so kommt. Ja. Ich finde es auf jeden Fall toll und ja, man kommt auch flott voran. Es sind immer so an die 390 Seiten. Diesmal waren es 300, ja, 79 Seiten. Nee, 374 Seiten.
Genau, 374 Seiten. Das sind immer so circa 380, 390 Seiten, sowas in dem Dreh. Also es ist deutlich kürzer als die Sieben-Schwestern-Reihe. Da war jedes Buch ja so 700, 800 Seiten lang. Genau, deswegen. Eins war sogar über 900. Also ja, genau. Also es ist deutlich immer so 300 Seiten. 309, ja, maximal 390 Seiten rum haben die Reihe. Genau. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Schaut noch unten in der Infobox vorbei. Da habe ich das Ganze natürlich für euch verlinkt. Könnt ihr euch die Klappentexte durchlesen und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.